Hier ist schön. Sie befinden sich auf einer Rettungsmission, in der man muss nicht selber lesen. Leben und Tod entscheiden. Eine uns unbekannte Quelle hat dieses Gebiet einem Gas ausgesetzt, das jeden, der es zu lange inhaliert, zwangsläufig schadet. Unsere Forschungsabteilung ist mit einem Gegengift vertraut, jedoch hat sich die Infizierung schon zu stark ausgebreitet, was eine Rettung aller Geiseln unmöglich macht. Zu stark infizierte Menschen erkennen Sie an stark ausgeprägten, aggressiven Verhalten. Passen Sie daher gut auf sich auf. Ihre Maske wird Sie vor dem Gas schützen, aber wenn der Erreger in Ihren Organismus kommen sollte, kann das übel für Sie enden. Es liegt nun an Ihnen, alle Zivilisten da rauszuholen, bevor wir dieses Gebiet dem Erdboden gleichmachen. Falls Sie die Quelle ausmachen können, nutzen Sie unser Serum, um diese unschädlich zu machen. Das würde Ihnen mehr Zeit verschaffen, da eine Ausbreitung durch die Luft eingeschränkt wäre. Sie sind die letzte Hoffnung für diese Menschen. Viel Glück. Finde ich schön, dass er das vorliest. Für Leserfaule wie mich. So, dann hätten wir hier den üblichen Ladebildschirm. Das bringt mich übrigens gerade auf eine Idee, falls du sowas wie einen Expertenmodus reinmachen möchtest. Also es wurde jetzt gerade im Text angesprochen, von wegen Sache dem Erdboden gleich machen. Ja, Counter einbauen. Jetzt gucken wir erstmal. Das kostet 200, ich habe 1500. Hier ein Bug, mal gucken, ob er den gefixt hat. Hinzufügen. Entfernen. Hinzufügen. Ja. Früher gab es ja noch einen kleinen Bug, das funktioniert jetzt. Okay. Funktioniert ja genauso. Sehr schön. Gut. Die MP5, die wollen wir. Ausrüstung. Zweimal Dietrich. Das können wir uns nicht mehr leisten. Das können wir uns auch noch leisten. Das können wir dann auch gleich testen. Beenden. Ja. Sehr schön. Das funktioniert. Kamerasystem. Also, das ist die Fabrik. Kann das hier nicht auch mit durchhalten? Genau, E. Da hockt einer. Im Lager hocken zwei. Büro. Ja, okay, hier muss ich sowieso alles abklappern. Das möchte ich jetzt aber noch gar nicht. Ich möchte erstmal diesen Button hier probieren. Um mich in Ruhe hier umzugucken, ob das alles so funktioniert, wie es soll. Mein übliches Problem, ich stehe direkt vor der Tür, ich krieg sie nicht auf. Bisschen zurück. Mit einem halben Meter Abstand geht's. Für alle, die sich fragen, was ich hier tue, ich suche die Schlüsselkarten. Nee, Moment, Schlüsselkarten sind es gar nicht, sind richtige Schlüssel. Hier sind übrigens die Namensschilder von allen Leuten, die da irgendwie Input gegeben haben. Da, ja. Ich laufe hier mal ein bisschen langsamer. Das gefällt mir immer noch. Coming soon. Und guck mal, hier war trotzdem schon einer. Ja, Schlüsselkarten. Bisher irgendwie gar keine. Hier ist einer. Na, guck mal, dasselbe wie auf der Drohne. Lager. Gut, mitnehmen. Achso, die wollen wir auch noch zeigen. Sch.
schön. Also wenn man ranläuft, dann immer richtig. Der ist neu. Glaube ich. Hier müssen sich zwei einen Schreibtisch teilen. Mal sehen. 0, 8, 15? Nö, schade. Okay, 1, 2, nee, Moment, die 0, genau, hier war ein Haken, okay. 0, 4, nein. 0, 7. 0, 0. Okay. Ach, Quatsch. 0, 0, 5, 6. Mal kurz was probieren. 0, 0, 6, nee, 5, 7, 8, 9. Das ist natürlich doof. 0, 0, 5, 9. Okay, das ist ungünstig. 0, 0, 5, 3. Die hat sich, glaube ich, auch einer gewünscht, die Schrotflinte. Aber na mal schauen. Hier ist kein Schlüssel, da ist kein Schlüssel. Kein Schlüssel. Kein Schlüssel. Auf dem Schrank? Nö. Nichts. Liegt da auch nicht. Am Tresen? Nö. Hier auf dem Schrank? Nö. Aber ich habe doch bisher bloß den Lagerschlüssel, oder? Oder lagen die dummerweise alle an einem Platz? Sind sie hier? Nö. Nö. Also zwei lagen anscheinend direkt übereinander. Minimum. An. Oder habe ich jetzt meine Dietrich benutzt? Ah, ich habe dafür meine Dietrich verbraten. Das ist natürlich doof. Jetzt will ich's wissen. Fluchtweg? Aha. Ist das Absicht?
Okay, also wenn ich renne, kann ich anscheinend teilweise durch Wände gehen. Habe ich jetzt eigentlich die Infektionsquelle schon irgendwo gefunden? Hier also nicht. Ah, okay. Das funktioniert also. Anderer Bug. Nein, hier. Nee, hier kam man früher auch nicht durch. Anders. Hier ging es früher mal. Das geht auch nicht mehr. Sehr schön. Was er auch beseitigt hat, wenn man hier so schön sneaky an der Wand früher lang ist, ist man hängen geblieben. Auch weg. Schön. Hier kommt man gar nicht mehr hoch. Nein, kommt man nicht mehr hoch. Okay. Dann beenden wir das hier mal. Ja, Kaufphase beenden. Ja, haben wir alles, was wir brauchen. Töten nochmal alle NPCs. I. Ich habe keine Dietriche mehr. Genau. Hier liegt der Lagerschlüssel. Wie war das vorhin? 0, 0, 5, 3. Aber einsammeln kann ich's nicht. Bug, gewollt, ich weiß es nicht. Hier ist kein Schlüssel, da ist kein Schlüssel, hier oben. Geht die Schränke auf? Da kann also auch keiner drin sein. Fabrik, okay. Fehlt mir trotzdem wieder ein Schlüssel. Ihr hört's, die ist zu. Also muss doch irgendwo noch so ein verflixter Schlüssel sein. Achso, auch mal interessant. Einmal Gegengift.
nichts mit den Schlüssel. Safe your world. Ja, wir versuchen es. Ist hier was? Nö. Aber ich dachte, die müssen alle im Büro liegen. Das mache ich jetzt mal nicht weg. Ich will was probieren. So hier irgendwie. Nö. Ist auch nie versteckt. Achso, gucken, der Bug. Ja, ist auch weg. Kann man hier runter gucken? Ich glaube, hier kann man runter gucken. Nur ein kleiner Grafikfehler. Fallschaden gibt's keinen, das ist schön. Na gut, dann eben nicht. Die Kameras, ja, ist schön, das wollte ich auch noch probieren, das funktioniert noch. Einmal gekauft, behalte ich's. Was passiert jetzt eigentlich? Ich habe die Schrotflinte behalten und ich habe die MP5. Wenn ich das jetzt hinzufüge... Geht das überhaupt? Ich kann es hinzufügen. Mal gucken, ob ich es dann auch aufnehmen kann. Gegengift. Ah, das habe ich schon, kann es aber immer noch kaufen. Und nicht mehr entfernen. Das ist sozusagen Lizenz zum Gelddrucken. Okay. Also, Schrotflinte, MP, das ist jetzt irgendwie aufgenommen, aber ich kann es nicht nutzen. Okay. Mal sehen. Also auch MP-Schüsse. Halten Sie 3 Stück aus. Rennt ihr mir auch in die Safe Zone nach? Nein, tut ihr nicht. Das ist nett. Das ist schön. Ich kann aus der Safe Zone auf euch schießen. Es interessiert euch aber nicht. Das ist auch gut. So, bin ich jetzt... ich kann das Menü wieder nicht mehr öffnen. Das ist... doof. Jetzt bin ich blau... Jetzt kann ich es wieder öffnen.
was ist denn jetzt? Geiseln, Elf. Nein, ich will nichts beenden. Menü, geh zu. Ah, schade. Ja, gut. Also zur Info, ich bin gestorben mit der MP in der Hand und konnte sie jetzt mit zwei Drücken nicht ausrüsten. Ich musste erst auf 3 gehen und dann auf 2, damit ich sie nehmen kann. So, für alle, die sich fragen, was ich hier mache, ich möchte den beim letzten Mal unsterblichen Tank anlocken. Um zu testen, ob er immer noch unsterblich ist, also zumindest bei mir. Hallo, wo ist er denn? Irgendwer haut hier anscheinend gegen Türen. Oder buddelt, oder... Okay, Schrotflinte hat ihn niedergestreckt. Es geht also. Die rennen jetzt auch auf mich zu und nicht mehr stumpf gegen die Tür. Aber hinter der Tür ist anscheinend einer, der raus will. Infektionsherd, hier ist er nicht. Hier ist er. Ihr seid safe. Ah, da ist der Kollege. Kann ich durch die Tür? Nö. Ja, klar. Komm schon. Jetzt habe ich kein Gegengift mehr. Ah, wirklich beenden? Nein. Seid ihr hier? Nein. Kommt ihr drei, kommt mit, damit ich wenigstens ein bisschen Geld kassieren kann. Kommt ihr. Jetzt habe ich nur einen mit, oder was? Ah nein. Die sind gesteckt. Okay. Also, ich möchte jetzt einmal Gegengift hinzufügen. Ich habe noch 2 Dietriche. Okay. Ja, wieder 2, es passiert nichts. 3, ich habe die Schrotflinte. 2, okay. Ändert nichts an der Munition. Und jetzt versuchen wir das mal richtig.
Lass mal schauen. Oh, da ist der Tank. Ums Gebäude komme ich gerade anscheinend nicht drumrum. Schade. Da hinten scheint keine Infektionsquelle zu sein. Ist eigentlich schade, dass ich hier nicht mehr rumkomme. Es hat mir gefallen. Warum ist da die Tür auf? Oh, und hier kommt einer. Also, erstmal Infektionsherd zerstört. Na komm. Warum habe ich jetzt kein Gegengift mehr? Das nervt mich schon wieder. Und warum greift ihr mich in der Safe Zone an? Nur weil ich euch angreife? Habe ich mich jetzt gerade wieder aufgeladen von 0 auf 1%? Okay. Hier wäre vielleicht mal noch eine Idee, dass, wenn man zwar verloren hat, aber neu startet, man trotzdem einen kleinen Bonus bekommt. Also zumindest, dass man sich nochmal zwei Dietriche und ein Gegengift kaufen kann oder so. Zwei, drei. So, jetzt habe ich eins gedrückt. Jetzt habe ich, glaube ich, den Taser doppelt in der Hand. Okay. Hier. Irgendwie geht das Menü gerade nicht auf. Jetzt geht's auf. Okay, jetzt habe ich auch dreimal Gegengift. Ah, ich hätte einfach F drücken müssen. Okay. Okay, eins brauche ich jetzt definitiv noch für die Infektionsquelle. Ich habe gehört, das sollte nicht mehr passieren. So, jetzt haben wir nämlich das Phänomen, ich habe einmal Gegengift. Okay. Zwei Dietriche. Okay. Kaufphase beenden, ja. Aber es bleibt bei einem gekauften Gegengift. Das heißt, hätte ich jetzt keins, könnte ich keine Infektionsquelle mehr beseitigen? Jetzt will ich es wissen. Und warum fällt der nicht um? Ich wollte gar nicht, dass der Test so lange geht. Ah, da kommt wieder der Tank. Was machst du jetzt in der Safe Zone? Mich angreifen. Okay.
Okay, man kann ihn töten, aber naja, man sollte ihm lieber aus dem Weg gehen. Wenn ihr weit weg seid von der Safe Zone, dann kommt ihr bloß zurück, greift mich aber nicht an. Das ist okay. Ich würde fast sagen, es ist bei dem, wenn er rennt, bestimmt wie bei mir, wenn ich durch die Wand renne. Magazin ist ja auch bald leer. Och nö. Reicht das für mehrere? Ja, das ist schön. Das hätte ich früher wissen müssen. Ja, okay, ich würde jetzt sagen, ich habe das... Was heißt der 1 von 2 und... Stand das vorhin auch? Egal. Reicht. Ich denke, ein paar Bugs haben wir noch gefunden. Wie das durch die Wände gleiten und Angriffe in der Safe Zone. Aber das hat man schon. Ist, denke ich, auch schwer zu beheben. Ja, aber alles in allem, ja, wie es vorhin auch da stand, es ist noch eine Beta. Ne? Also das ist alles noch in Entwicklung. Und von einer Person. Von daher als Hobby, klar. Finde ich gut. Und wie gesagt, ich verlinke euch den Kanal in der Videobeschreibung unten und da könnt ihr auch nochmal reinschauen. Könnt euch mal den Entwicklungsstand anschauen. Und ja, lasst einfach mal einen Kommentar da, was haltet ihr davon? Und teilt auch das Video, vielleicht schauen noch ein paar andere rein, gebt noch kreativen Input. Geben noch kreativen Input. Ich zum Beispiel hatte nochmal vorgeschlagen, vielleicht noch eine Karte mit auf diesen Ausrüstungstisch legen. Für Leute, die es das erste Mal spielen. Ich meine, wir sind SWAT-Team, top vorbereitet. Wir haben bestimmt eine Karte von der Umgebung. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.